Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen speziellen Video. Ein Game, das jeder von euch Schweinen da draußen gezockt hat. Ja? Was irgendwelchen Pädagogen wahrscheinlich viel Freude machen würde. Ja, und vor allem zum Teil habt ihr es auch in echt gezockt. Das ist in letzter Zeit ja wieder modern, aber das ist genau. Ein anderes Thema. An meiner Seite der großartige Starkiller. Ich bin euer Mr. Ben 1975 und wir sind bei Teacher Busters. Das genau vor 30 Jahren jetzt gecrackt wurde. Ich weiß nicht, ob das wichtig wird. Zum Geburtstag. Happy Birthday to you. So, wir hatten schon mal das Vergnügen. Ich mache es noch einmal, weil ich nehme immer noch Frau Pannemann. Toller YouTube-Kanal immer noch. Ja, nach wie vor. So, haben wir. So, jetzt kommt Jack P. The Ripper. Very funny text indeed. Und ja, wir machen jetzt gleich, wir jagen jetzt gleich Lehrer. Ja, genau. Ich weiß nicht, konnte man sich, glaube ich, die Waffen auswählen oder musste man sie sich... Das weiß ich alles nicht mehr. Das ist schon so lange her. Ich bin ja auch schon lange nicht mehr in der Schule. Von daher kann ich mich nicht mehr dran erinnern, wie das war. Aber man lernt doch nie aus und man lernt da auch immer fürs Leben. Deshalb vergisst man auch alles, was in der Schule passiert ist. Deswegen sind auch übrigens Lehrer immer so gut drauf und hochmotiviert. Falls jetzt irgendeiner der Meinung ist, das sind jetzt irgendwelche Klischees, guckt euch das einfach mal an und dann sagt man das nochmal. So, wen nehmen wir denn? Sag mal, komm, wir nehmen Frau Dammann. Die scheißt bestimmt eh nicht so. Übrigens, das ist keine Liste von uns. Ach komm, jetzt nehmen wir Herrn Büchler. Komm, du hast jetzt einfach Pech, dass du dran bist. Genau. So, komm. Der Panzer lässt sich übrigens so gut steuern, wie die PC-Version von Batman. Du meinst die PC-Version von Batman auf dem Dual-Core-Gerät? Ja. Auf einmal hast du eine Waffe? Okay. Ja, es ist, es läuft total. Weil ich würde nämlich auch, das wird dich überraschen, gerne schießen. Ich glaub dir das sogar, weil es würde ja sogar Sinn machen zu schießen. Ansonsten alternativ steigst du aus dem Panzer aus und läufst zu Fuß, aber das geht aber in dem Spiel nicht. Oder du musst denjenigen überfahren, das geht ja wahrscheinlich auch. Ja, das ist, glaube ich, irgendwie Säuberung der Ketten oder sowas. Aber ich frage mich, warum ich nicht schießen kann. Oder kann das sein, dass ich irgendwie hätte vorher Munition kaufen müssen? Aber wir hatten auch gar kein Menü, irgendwas zu kaufen. Genau, und die Frage wäre dann, woher hat er den Panzer? Bestimmt nicht zu Weihnachten bekommen. Amazon Prime. Jetzt bleibt doch mal realistisch. eBay. Dachbodenfund. Ja, genau, ich habe hier so diesen gebrauchten Panzer. Ja, ich verkaufe es als Defekt und Dachbodenfund. Ich kann nicht mehr testen, mir fehlen die Teile. Genau, mir fehlt der Schlüssel. Mir fehlt das Benzin, das ist irgendwo auf dem Mars. So, aber wir haben ja aber auch Feinde, auf die ich schießen kann, ja? Ich meine... Also ich weiß nicht, da unten rechts sollte ja sowas wie ein Radar sein, vermute ich mal. Ja. Die Frage ist, du bist wahrscheinlich das blinkende Etwas da unten. Das vermute ich. Das, was jetzt nicht mehr blinkt und jetzt wieder blinkt. Der ganz viele, viel Spaß. Ich glaube, ich habe nicht gewonnen. Auftrag gescheitert. Und dich dann am nächsten Tag erschießt. Ja, ganz normal. Ja. Und Frau Pannemann ist tot. Das ist schön, weil dann machen wir es nämlich noch einmal. Genau. Und jetzt sind wir Herr Pannemann. Der hat auch einen tollen YouTube-Kanal. Ja. So. Und das ist jetzt egal. So, wir machen jetzt mal hier... wir fangen mal mit der Verwaltung an. Gehen wir einfach mal zu der Reihe nach. Ich mag die Administration sowieso nicht. So, da kann ich ein Maschinengewehr wählen. Also ich glaube, jetzt habe ich auch dieses doofe Radar wohl scheinbar kapiert. Der da irgendwie... Der da unten links ist, das soll der Panzer sein, also du. Und du musst das, was sich von oben links nach unten bewegt, irgendwie loswerden. Genau. Und da wäre es auch wahrscheinlich sinnvoll, wenn ich hier irgendwie ansatzweise schießen könnte. Dann könnte ich mir wahrscheinlich auch den Weg freischießen. Es wäre definitiv hilfsreich.
Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, hier ist a little bit of problem. Mhm. Und this is not good, this is very bad. Ja. Du kannst ja mal einen Spaß machen. In der Zeit, wo wir uns hier unsterblich blamieren, auf C64-Wiki gucken. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was wir hier nicht beachten. So einen kleinen Tipp. Ja, vielleicht unter anderem, wie man schießt. Genau. Nenn es einfach mal meine unglaublich mentale Stärke, aber ein Panzer, der nicht schießt, der schießt nicht. Dann werden wir mal nachschauen, natürlich. Kommt's bestimmt. Benutzen Sie die Waffe und schießen Sie. Ach! Hat mich übrigens einer, um das auch vollkommen mal hier für euch so interessant, mich mal wieder gefragt, eine Lieblingsfrage, die ich euch immer gerne... Was hältst du denn vom C64-Forum? Die Frage ist, was halte ich von C64-Wiki? Da kommt ungefähr in die gleiche Liga, ne? Ja, nicht nur das, da kommt gar nichts über das Spiel. Ja, super. Großartig. Muss ich wieder auf irgendeiner englischen Wiki-Seite wieder schauen, ey. Da steht auch nichts dran, ist ja toll. Ist ja wieder so richtig geil. Ich liebe. Ja, jetzt will ich noch einen Flashplayer hier starten. Da kann ich mal mit dem scheiß Flashplayer. Man merkt, ich bin ein Freund von Flash. Nee, ist glaube ich sowieso niemand. Ich guck mal, ob ich vielleicht dann einfach mal woanders auf einem anderen, nennen wir es mal Video, was sehen kann. So, schon wieder verloren. Ja! Aha, also du wirst wahrscheinlich irgendeine Taste drücken müssen. Das macht ich vermute Sinn. Ich vermute mal irgendeine F-Taste. Und dann gehst du zu diesem Kiosk und du kaufst da erstmal Munition. Aha. Aha. So. Jetzt ist Schüler dran. Dein Vorname. Das ist der Kevin. Der Kevin heißt natürlich auch Pannemann. Der hat übrigens keinen YouTube-Kanal. Ist auch gut so. Ja, das ist so. Vielleicht gesünder für uns alle. So, wir nehmen den Erstbesten. So, und jetzt sagtest du Funktionstaste. Dahin und dann entweder Taste oder Feuerknopf. Einfach. Du hast wahrscheinlich Feuerknopf gedrückt genau. Und dann kaufst du mal ein bisschen Muni. Ja. Du kannst auch gerne Handgranaten kaufen. Ich kaufe jetzt alles. Da gibt es bestimmt eine Flat. Eine Maschinengewehrmunition Flat, natürlich. So. Granaten, direkter Import aus der UdSSR. So. Ah, jetzt kommen wir schon mal ein bisschen weiter. Nee. Nimm es mal zurück. Ist klar. Was viele gar nicht wissen. Und wir haben hier ein Massensterben übrigens. Mhm. So, jetzt kommt die Chantalle. Und die Chantalle ist natürlich auch ein Pannemann. Hat übrigens bei YouTube einen Beauty-Kanal. So. Chantals Beauty-Paradies oder so ähnlich. So, pass auf. Also. Granaten, lass mal weg. Ist doof. So, damit kann man, glaube ich, warte mal, jetzt nehmen wir mal das mit. Nimm noch ein bisschen Flammenöl mit. So. Ja, ich möchte jetzt schießen. Kann ich jetzt die Bäume umflammen? Ja, toll, natürlich nicht, wie es aussieht. Und kann ich auch noch die Waffe wechseln? Nö. Vielleicht musst du jetzt wieder irgendeine Taste drücken. Komm mal einfach Feuer. Feuer! Einfach mal so mit einer roten Nase durch die Gegend fahren, das ist doch hier ein typischer Sonntagsspaziergang auf einer deutschen Autobahn.
Mit der roten Nase? Genau, und da passt ja auch dazu das Waldsterben, was wir da auf dem Bildschirm haben. So, perfekt. Ja gut, der Wald ist ja hier noch intakt, leider. Mhm. Ah, das geht jetzt. Okay. Ja, aber Achtung, derjenige kommt, der Lehrer oder wer auch immer, kommt gerade nach Hause. Ja, ja. Krieg ich ja die Bäume nicht weg. Da musst du die umfahren. Ja, was ich ganz toll finde. Mhm. Du bist übrigens oben auf der Karte, nur so nebenbei. Mhm. Von ich kann auch nur immer diagonal gehen, weil du siehst ja, es gibt ja irgendwie nur einen Weg. Ja, das sieht so ein bisschen aus. Warum haben wir das eigentlich damals gespielt, bitte? Ich weiß nicht, wir waren lustige Schüler oder sowas. Alter, das ist ja noch unkontrollierbarer als IT. Ja gut, IT hast ja durchgespielt. Ja, es hat auch mehr Spaß gemacht. Und das sagt man über das vermeintlich schlechteste Spiel auf dem Atari. Na, es gab nicht Teacher, was das für ein Atari. Mhm. Alter, das ist richtig scheiße, ne? Total. Also, weil, ja, wie schon, du kommst ja hier nicht dazwischen. Das heißt, du kannst eigentlich nur immer diagonal und vielleicht muss man das mit der Panzerfaust machen. Das können wir ja dann nochmal testen. Ich kann ja mal ein bisschen weiter gucken, da wo ich gerade geguckt habe. Vielleicht finde ich da noch was. Vielleicht hat der Schmu ja einen Longplay gemacht. Das war nicht beim Schmu. Selbst der macht das nicht. Selbst der hat da so seine, ne? Guter Mann! So. Also man kann auf jeden Fall die Waffen wechseln. Das kann ich schon mal sagen. Kann ich auch. Aber der gute Kanal, wo ich mir das gerade parallel anschaue, der schießt die Bäume nicht ab, sondern er fährt tatsächlich da so querfeldein. Ganz toll. Aber man kann die Bäume abschießen mit der richtigen Patrone. Also mit ganz normaler MG-Munition? Nee, dann eher so, ich glaube, das ist von der zweiten Reihe. Okay, die habe ich ja jetzt. Ja, komm, jetzt sind wir noch im Geschäft. Genau, so ähnlich macht er das. Kann man auch alle erledigen? Ja. Ja, denk dran, dass du nach oben fahren musst. Ja, ich näher mich. Mhm. Über die Kollisionsabfrage reden wir noch. Was, habe ich mich wieder selber gesprengt? Ach, du bist doch scheiße. Nicht mal Panzer kann man mit dir fahren, echt? Nee. Das ist ja unglaublich. Das geht ja gar nicht. So, Herr Meier. Herr Meier, Ruhe. Erstbesten. Einkaufen. Mhm. Raketen. Ja. So. Dann einfach mal so ein kleines bisschen Munition. Wir wollen ja nicht übertreiben. Natürlich nicht vergessen, heute im Sonderpreis. Erinnert mich irgendwie an Glücksrad. Ja, und für den Adolf hätte ich gern die Patronen. Ach, der kann nicht zurückfahren. Ah! Da musst du dich drehen. Das Panzer hat keinen Rückwärtsgang. Ah! Das heißt, wenn ihr nach unten geht, dann könnt ihr die Waffen wechseln. Ah! So, du achte mal ein bisschen auf... Ja, du solltest ein bisschen weiter nach rechts fahren. Unseren Delinquenten. Genau, der ist ja nordöstlich von dir gerade. So, da komme ich wieder nicht durch. Boah, ist das ein... Du solltest jetzt mal nach rechts fahren.
Ja, habe ich vor. Schieß den Baum einfach weg. Nein, nicht den Baum. Jetzt fahr darüber, fahr geradeaus. Ja, jetzt da drauf. Der Typ ist schon fast zu Hause hier. Du hast es nicht drauf. So. Ich hau dir gleich drauf. Der ist wieder weiter rechts, ne? Der ist immer noch weiter rechts. Der ist schon fast zu Hause. Boah, vorne läuft ein Panzer weg. Muss man auch mal einmal machen. So, jetzt ist er östlich von dir gewesen. Du müsstest wieder langsam ein bisschen hochfahren. Müsste mir noch jetzt gleich entgegenkommen. Da ist er. Kuckuck. Ja. 50 D-Mark Gebühr für Reinigung der Ketten der CCC ist hoch erfreut. Bezahlt dir 1000 DM und schickt dich erneut los. Feuerknopf drücken. Und Herr Stork ist leider tot. Mhm. Darauf einen Storkriesen. Storkriesen, bitte, Frau Lange. Sagen Sie mal, Frau Neuner, was sagen Sie? Ja, den ist gut. Den habe ich immer noch aufgegessen. So, jetzt. Ach, den kann man. Ach, stimmt, den kann man ja mehrfach töten. Oh, die haben ja auch mehr Leben. Ne? Das Leben ist ja ein Spiel. Darfst nicht vergessen. Kannst du natürlich wieder mehr Munition nachkaufen, genau. Also wirklich reich werde ich nicht. Natürlich, wenn du den überfährst, musst du die Ketten sauber machen lassen und das kostet was. Ja, 50. Mhm. Und für einen kannst du schießen, aber egal. Ach, kann ich nicht. Ich hab schon alles maximal aufgedrückt. Schon. Ja, du kannst ja dann noch ein paar Granaten nehmen. Ich steine ja wieder von da. Ist das eigentlich immer derselbe Weg? Du siehst so aus. Aber du siehst, wie die Natur damals schnell wieder nachgewachsen ist. Mhm. Magie. Was macht denn eigentlich heute David Copperfield? Pflanzt Bäume. Er geht in die Baumschule. Schreib dich nicht ab. Lern lesen und schreiben. Und pflanzen. Mhm. Und gießen. Grüße in die Stadt. So, jetzt könnte ich doch eigentlich ganz faul sein und warten, oder nicht? Du müsstest erstmal zu dem nach Hause gehen, dann kannst du warten. Oder du fährst einfach jetzt direkt nach Norden und dann erreichst ihn auch gleich. Ich hab's begriffen. Da wird auch langsam Zeit hier. Ich als alter Teacher-Busters-Profi. Jetzt kommen die Erinnerungen wieder. Du als alter komplette Indizierungsliste-Haber, ne? Ja. Habe ich übrigens kein Achievement damals für gekriegt. Wo ist er denn? Der ist da. Guck, guck. Genau, am besten dann hier mit der großen Kanone drauf. Wie, treffen wir nicht? Wollte schon sagen. Ja, also. 3 Raketen. Dammann gesprengt. Und wieder. Tja, Frau Dammann. Hätten Sie mal Ihre Wäsche richtig weiß gemacht. Mhm. Aber so natürlich nicht. Das macht Sie verdächtig. Komm. Und dann geht's immer so weiter, ne? Genau, so geht das Spiel weiter. So wie im richtigen Leben. Ja, aber muss ich den dann noch nachtanken? Wie, ich verbrauche immer alle. Ich habe da noch ein paar auf Lager. Ja, du kaufst einfach zu viel. Guck dir das an, ich habe doch hier noch genug. Gut, vielleicht weniger Handgranaten, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, guck mal, ihr habt doch hier genug, Alter. Da kannst du mal einen Lehrer flambieren. Das machen wir vielleicht noch als Rauschmeißer. Mhm, genau. Ist ja jetzt Grillsaison. Hier, wie schon der Atze Schröder sagt, hier, nicht beim Grillen, da gehen die Männer nicht hier. Gewattene Wurst hier. Aber ich muss jetzt mal den Satiriker in mir wieder rauslassen. Jetzt ich nur zurzeit nicht diese Columbine-Geschichte. Wer diesen Witz geschmacklos fand, der schreibt es bitte in die Kommentare. Der kann das mit Daumen bewerten, was ihr wahrscheinlich eh alles macht.
Ja gut, wir wissen ja, einer, der gleich 10 Daumen verteilt oder 9 oder 11, je nachdem, ob er richtig zählen kann. Der hat sich ja so halb abgeschrieben. Ja gut, er hat ja auch 10 Finger. Das ist übrigens, das haben wir falsch verstanden, dieses 10-Finger-Maschine-Schreiben ist nicht auf Daumen bezogen. Haben wir vielleicht nicht ganz so verstanden, aber... Auf 10 Daumen ist schwierig, ja. So. Und wer glaubt, dass er beim Maschinenschreiben mit 11 Fingern irgendwas erreicht, der hat irgendwas nicht ganz verstanden. Ich meine, mit, sind wir mal ganz ehrlich, wir Männer, ja, so viel kannst du mit dem 11. Finger auch nicht machen. Das ist richtig. So. Das Toast! Toasti! Gegrillt. Wienberg, gegrillt. Ja, eigentlich haben wir jetzt fast alles gezeigt, ne? Ja, im Grunde, ja. Wir haben, ich muss mal einfach sagen, ich glaube... Wir sind durch. Ja. Vielleicht kann man jetzt noch hier mit der MG was machen. Da kann man abschießen höchstens. Gut, ich kenne bestimmt jetzt genügend Leute, die sich das Video anschauen und total entsetzt sind. Das möchte ich hoffen. Weil ich bin auch ganz ehrlich, ich bin auch total schockiert, dass es sowas überhaupt gibt. Das macht überhaupt keinen Spaß, das zu kommentieren, weil ich, das ist einfach nur furchtbar. Ich finde das auch schlimm, weil ich möchte mich von sowas auch distanzieren. Genau, deshalb spielst du es ja so mit Begeisterung. Weil ich bin, das möchte ich hier auch mal kurz in Ausdruck geben, ich bin hier ein bisschen sehr enttäuscht. Weil, ich sage es deswegen, warum gibt es davon noch kein HD-Remake? Also, erklärt mir das bitte mal. Es wäre sicherlich eine unglaubliche Zielgruppe. Da muss der Schüler nicht mehr Call of Duty spielen. Hat er das, was er braucht? Mhm. Hat auch seinen Feind in der Hand. Ja, du spielst es ja so begeistert wie so ein alter Opa bei der Bundesprüfstelle, ne? Ja. Ja. Jetzt wissen wir auch, warum die guten Spieler indiziert werden. Na, wir dürfen sie spielen, ihr nicht, Index. Ja gut, das treibt den Preis hoch. Das sind wahrscheinlich als Reseller. Da ist ein... Hab ich schon getroffen? Ich wollte gar nicht. Herr Wienberg, können wir das doch bitte nochmal... Können Sie den Wienberg nochmal aus dem Sarg holen? So wollte ich das nicht beenden. Also. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir es auch als Zeichen. Ja. Komm, machen wir noch ein bisschen Panzerdance. Genau. Möchtest du passend zu diesem Bild Time of My Life singen? Ich hatte gerade eher so ein anderes Lied im Kopf. So was in Richtung Stayin' Alive. Ja, das ist Teacher Busters. Ich denke, so pädagogisch anspruchsvoll wie eine Menge Telekolleg-Sendung. Genau, also das Perfekte für einen Grundschüler. Also ich denke mal, ihr da draußen, die ja alle jetzt gerade Schulferien habt, deswegen, ich werde das wahrscheinlich meine Schulferien auch hochladen, damit es auch wirklich die Zielgruppe auch trifft. Mhm. Ja, das sind Spiele, die haben wir gespielt. Ja? Und wir brauchten kein Minecraft. Und hat es uns irgendeinen Schaden gebracht? Nein. Für YouTube war es okay. Auf jeden Fall. An für die nächste YouTube-Millionen definitiv. An meiner Seite der großartige Starkill. Ich bin euer Mr. Van den Monster. Ihr könnt natürlich auch ganz heldenhaft seit Antwortvideos machen und unsere Namen da eintragen. Oder weiß ich einen, der das machen wird? Bin ich mal gespannt. Aber dann möchte ich bitte sehr auch noch Todesszenen sehen, die wir jetzt hier nicht gezeigt haben. Nicht, dass das hier alles wiederholt wird. Na? Genau. Dann möchte ich hier andere Fatalities sehen. Wir wollen originell sterben. Genau. Mit einem schönen Schrei aus dem Leben wandern. Ich gebe euch einen Tipp. Ihr könnt gerne den Schrei von Platoon nehmen. oder von Impossible Mission. Der ist auch schön. Oder der, genau. Ja, dann sind wir jetzt raus und ja, Herr Dingenskirchen hat sich gerade sowieso gerettet. Herr Stork. Ach, der Stork-Riesenmensch wieder. Genau, ja, ja. Darauf jetzt mal ein Schoki. Ja, komm, ist gut, Herr Meier. So, bla 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 bla. Das ist jetzt mal Lehmann. Oh, blip, Fresse. Upp, so. Einmal noch hier rein und dann reicht das auch. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss, bis dann.